Wo ist diese Gruft? Das Grab befindet sich südlich von Pelagia, genau vor der Gabelung, wo die Straße südwestlich in Richtung Sedanin und südöstlich in Richtung Vivek führt. Ein verzaubertes Schwert könnte euch auch von Nutzen sein. Einige Geister sind immun gegen normale Waffen. Einige? Alle! Hier nehmt diese alte Kurzschwert und nehmt diese alten Schriftrollen. Sie könnten euch gelegen kommen. Feuerschaden! Na toll! Jetzt habe ich drei Waffen, die Feuerschaden machen. Einen unverzauberten Langbogen und so einen Seelenschund. Und einen Schlüssel. Ich glaube, wir gehen nach Sedanin zurück. Ach ja, Sedanin. Die Rückkehr zu unseren Wurzeln. Kommen wir ein bisschen bekannt vor. Wo wollt ihr hin? Lass mich zurück zu den Wurzeln. Sedanin. Wir bieten euch eine besondere Reise an. Zu einem niedrigen Preis. Schön für dich. Oh, jetzt fangen meine Wahnvorstellungen wieder an. Hier sehen Sie einen Clanvieh in seinem natürlichen Lebensraum. Nicht Ratze. Höllenhund. Komm her, Hund. Du kommst sogar. Braves Hund. Mach Platz. Und bleib. Wenn ich eine Ahnung rufen wäre, wo wäre ich? In meinem Journal. Vor der Gabelung, wo die Straße südwestlicher Richtung nach Sedanin. Südwestlicher Richtung. Ja, hier irgendwo. Gar nicht. Ja. Doch, eigentlich schon, aber ihr seht weniger. Ja! Bringt Licht ins Dunkel. Dann wollen wir uns mal reinwagen. Keine Sorge, Chicken, wir sind nicht bei Folge 47. Du kannst nicht sterben. Doch, du wirst sterben. Wenn ja wieder sowas wie Tremora drin ist. Hm. Einfach nur um Illusionen von ein bisschen drin. Ach komm! Na, dann fick ich doch, ey. Nein, nicht ficken! Ficken ist ein böses Wort. Oh, schaff mal deine Leiche hier weg. Ist schon, ne? Verwesen, Ahngeist. So, zur Hölle.
Wo ist nicht mal was dabei? Was soll denn der Kack? Skelett? Zum Bogenschütze? Ja, tut dein Bogenschütze. Verkrüppeltes Skelett. Ja, du bist. Hier ist sogar der einzige Ort, wo man so ein verkrüppeltes Skelett, glaube ich, trifft. Du hast Pfeile für mich. Warum nehme ich den Bogen mit? Keine Ahnung. Apparatur-Items. Immer gut zu brauchen. Komm, wirf den Bogen wieder raus. Brauchst nur einen. Silberdolch. Super. Brettpilz. Hustengras. Oh, hast du Husten? Soll ich dir eine Schriftrolle zur Dingsheilung geben? Wände, die dunkel sind. Aha. Du bist ein großer Knochenläufer, oder? Wenn ja, habe ich Probleme gleich. Weil wenn ich dann so mein Gewicht mal angucke und ihr mögt es ja, anderen Leute die Stärke zu rauben. Hab ich gespeichert? Keine Ahnung. Ich speichere nochmal. Ne, ein bisschen Dings. Läufer. Nein! Ich wusste es! Ich wusste es! Obwohl ein. Was, Pie, du? Hab ich Stärke wiederherstellen? Sag mir das, sag mir das, sag mir das. Ich hasse diese Knochenläufer. Achso, Effekt ist vorbei. Ja, stimmt. Man hat mich ja auch darauf hingewiesen, dass nur die großen Knochenläufer dauerhaft Stärke entziehen. Durch des Ermessens. Und der Schädel. Oh, wie viel wiegt der durch? 1,5. Kann ich übertragen. Komm her! Ja. 36 Lehren des Vivek. Lektion 15. Ohne Rüstung. Brauche ich ja auch. So was von. Ne? Kiste. Wir herstellen Glück. Blitzresistent. Das ist mittlere Rüstung. Du bist total befreit für mich. Außerdem ist mein Helm sowieso verzaubert. Und macht. Ne? Dings. Einer zu Hause. Ja, Lebensenergie wiederherstellen. Eine Blablabla-Erzählung. Blablabla-Erzählung. Warte mal, wo bringt mich? Nee. Nee, die Schriftrollen würden mich hier hinbringen. Allen Sivi-Intervention, göttlicher Eingriff. So ein Sivi würde mich nach Vivek bringen und der göttliche Eingriff nach eben Herz. Ich habe gerade überlegt, ob ich
eben herzreisen soll und das lieber aus eigener Tasche bezahlen soll, die Almosen. Ja, aber warum sollte ich das tun? Ich habe selber so wenig Geld. Ja, ich bin egoistisch. Ja und? Die Welt ist korrupt genug. Oh ja. Gestern habe ich erst so einen Artikel gelesen, dass in Amerika so ein Typ, ein Rettungsschwimmer, entlassen wurde, weil er einen Ertrinkenden außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches gerettet hat. Ich meine, hallo? Hätte der den Typ ertrinken lassen sollen, nur um seinen Job zu behalten? Welt kennt keine Korruption. Welt. Ihr wisst, was ich sagen will. Ich hoffe es. Netschmulle. Ja, Netschmulle wollte ich sagen. Nein. So, zurück nach. Haben wir ja noch so einige Minuten. 3 bis 4. Oder so. Müsste reichen, um die Quest abzugeben. Wo wollt ihr hin? Nirgendwo. Ich zensiere deine Augen. Tut mir leid, aber, ne? Willkommen. Ihr seid hier fast zu einer Legende geworden. Ja, ich bin eine Legende. So. Sehr gut. Ich werde dann nun den Schädel von euch nehmen. Der ist genau richtig für das, was ich vorhabe. Danke, gut. Wie versprochen werde ich nun eure Fragen über den Arivarene-Kult beantworten. Dann mal los. Du willst meinen Schädel von mir nehmen? Aber dann regnet es doch in meinen Hals rein. Dieser Aschländer-Kult glaubt, der tote Held Nerivar werde wiedergeboren, um alte Versprechen einzuhalten. Laut der Legende tötete der Prophezeit... Tötet? Tötete, ja. Er wird zwar in Zukunft kommen, hat aber schon in der Vergangenheit wen getötet. Der prophezeite Nerivarine, die falschen Götter des Tribunalstempels, stellt den Ahnenkult der Aschländer wieder her und verjagt alle Fremdländer aus Morrowind. Tempel und Kaiserreich verbieten den Kult, aber er besteht unter den Aschländern weiter, da sie sich nicht an... um die Gesetze des Kaiserkults oder Tempel scheren. Gebt Kaius meinen niedergeschriebenen Gedanken dazu. Ihr seid gute Gesellschaft. Willkommen. Ja, ich lese sie direkt hier, damit ich nicht nochmal vergesse, wenn ich sie Kaius gebe. Wie lang ist ein... Och, ne... Ist so lang. Ach komm, ich schreib's wieder einfach in die Beschreibung. Das dauert jetzt zu lange. Die Folge ist eh gleich zu Ende. Ich gebe das jetzt noch schnell Kaios ab. Wie gesagt, Beschreibung. Ja, 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 du bist ein Schläfer. Lass dich in Ruhe. Dagosua, ich hasse dich. Ich werde dich töten, wenn ich dich jemals sehen werde. Nur weil deine Schläferleute mich nerven. Kaius, hilf mir. Beiß sie alle. Bitte sprecht, ich höre ja zu. Ja, schnell. Die Folge ist gleich zu Ende. Fehler. Sind die Schans Notizen zum Nerivarina-Kult ausgezeichnet? Ich befördere euch zum Anwärter der Klingen schicken. Nun lasst mich überlegen, wie dies in die Pläne des Kaisers für eure Zukunft passt.
Falls ihr also gerne auf eigener Faust losziehen und ein paar Abenteuer erleben wollt, nur zu. Wann immer ihr jedoch so weit seid, werde ich neue Befehle für euch haben. Oh. So, mit diesen Folgen beendet Carlos jetzt die Folge und ich sage auch Tschüss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.